bei mir nicht. Du fragst mich, was willst du haben? Ich sag dir, Pizza haben. Du fragst mich, kannst du sie packen? In 15 Minuten ist sie ja wohl bereit. Was wollt ihr mit der Pizza? Mit ganz viel Arbeit. Was wollt ihr mit der Pizza? Mit ganz viel Arbeit. Was wollt ihr mit der Pizza? Mit ganz viel Arbeit. Was wollt ihr mit der Pizza? Ich mache mein Mund auf und begrüße dich. Alle meine Geschwister sind verloren, mache Party hier mir. Und wenn ich schlafen gehe, träume ich von dir. Was wollt ihr? Pizza, Pizza! Mit ganz viel! Pizza, Pizza! Was wollt ihr? Pizza, Pizza! Mit ganz viel! Sehr gut, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Pizza bei der Film Franchise aufmachen. Ja. Emo-Filmer. Ja, wir kommen zu meinem zweiten Song für den heutigen Abend. Unser zweiter Song heute heißt Pizza Hawaii. Kennt jemand uns? Hat jemand schon mal Pizza Hawaii den Song gehört? Mach mal die Arme hoch für alle, die heute schon mal Pizza Hawaii gehört haben. Oh, ey, wie viele Leute das sind, ist ja Wahnsinn. Schön, dass ihr alle da sind. Unser nächstes Lied heißt Pizza Hawaii. Viel Spaß! Wisst ihr noch, wenn man so einen Ofen anmacht? Bestimmt, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Verstecken. Wir machen jetzt erst weiter, wenn alle unten sind. Denkt an die nächste Band. Erst wenn alle unten sind. Auf, kommt Leute, singt ein bisschen mit. Es war so schön mit dir. Jetzt ist es vorbei. Ja, Pizza. Eins, zwei,
schön mit dir. Doch jetzt ist es vorbei. Danke, Ossel. Im Urlaub in Neapel gewesen und wenn man da auf die Stadt hinabblickt und man hat einfach den ganzen Duft von den Pizzaofen in der Nase und das ist halt wirklich, darüber handelt dieses Lied. Zusammen. Alle Bäume.
dabei sein. Komm, lass mich mal beißen. Bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, du Margarita. Ich will Jahre Zeit. Auch 220 Grad unter, wo wir Unterhitze hin, oder? Bei 4 springen wir. Und dann gibt's so einen kleinen Mosch. Ach, egal, macht's einfach mit. Ist halt wunderbar. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3! Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der 6. Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des wunderbaren, leider ziemlich verregneten Taunuses. Wir haben heute aus Anlass des Herbstes und das alles irgendwie langsam verfault, die besten und geilsten Bands der Region hier angekarrt und wir sind fündig geworden und haben euch eine Band hier, die wir euch jetzt vorstellen möchten, nämlich Pizza Hawaii, der Film. Ich finde es so großartig, dass ihr es geschafft habt, auf eurer Welttournee sozusagen hier heute einen Gig zu machen. Wie geht's euch denn? Gut.
Gut. Das heißt, wie ist es eigentlich zu verstehen? Ja, also ich habe mich jetzt so ein bisschen mit der Band beschäftigt. Es ist für mich wie eine große Liebeserklärung an die Pizza. Und das ist das Konzept der Band, vermischt die Pizza mit lauter Geschichten aus dem Leben. Liebe, Verlust, Tod, Trauer, Krieg, Zorn. Wie kriegt ihr das alles zusammen? Also ich meine, Pizza ist natürlich ein tolles Konzept für eine Band. Also wenn man uns lange Gedanken macht, was wir für ein Konzept verfolgen wollen. Also erst hatten wir tatsächlich überlegt, ob wir Richtung das maritime Thema gehen wollen. Aber wir haben tatsächlich dann gemerkt, das Pizza-Thema ist einfach schon sehr, sehr, sehr vielschichtig. Also man kann wirklich viele Schichten auf eine Pizza packen und dementsprechend auch in unsere Songs. Und wie du schon gesagt hast, natürlich sind die Songs in erster Linie über Pizza. Aber man kann einfach wahnsinnig viel noch draus lesen. Weil allein, was man für tolle Begegnungen hat, wenn man irgendwie Pizza essen ist und dann irgendwie mal wirklich genau hinhört, sich mit den Leuten unterhält, was da für Geschichten bei rauskommen, das ist schon toll. Ich habe ja immer gedacht, oder so bin ich groß geworden, dass Pizza eigentlich eher eine Jungssache ist und Mädchen so gut wie gar keine Pizza essen. Spinne ich da oder habt ihr da andere Erfahrungen? Ja, das gibt ja irgendwie, das wurde immer gemacht, dass es wie bei Ü-Eiern immer diese rosa Pizza dann gab. Aber da sprechen wir uns auf jeden Fall gegen aus. Wir sind Befürworter der guten alten Pizza. Gender-Pizza. Ja, auch. Genderfluid, das Pizza. Ja. Ja, ja. War das? Okay. Das beantwortet total meine Frage. Wie? Ich habe die Frage auch vergessen. Nein, ich habe eigentlich gefragt, weil ich glaube, dass Pizza ja eher eine Jungssache ist. Ah, ja. Ja? Also Jungs verbindet und Jungs träumen nachts von Pizza, von einer guten Pizza. Musikalisch, also ich finde zum Beispiel euren Song Pizza Hawaii ist für mich einer der größten Songs überhaupt. Also gehört auf jeden Fall in die Charts. Und ich habe gemerkt daran, dass die Qualität der Band, also wenn ich die Songs, also es gibt ja die Platte im Internet, kann man ja rauf und runter hören, die aktuelle Scheibe. Das ist ein sehr, sehr gutes, ausgefeiltes Songwriting. Was hindert die Welt daran, auf euch aufmerksam zu werden? Ich glaube, die Welt ist einfach noch nicht so weit. Also ich glaube, es gab schon immer Künstler, die waren einfach ihrer Zeit voraus. Und so sehen wir uns auch, also ähnlich wie Michael Ballack oder Leonardo da Vinci, die wurden erst lange, nachdem sie sozusagen ihre Karriere beendet haben, einfach auch bekannt. Also das muss man ehrlich so sagen. Und für uns ist einfach, natürlich wäre es schön, mehr Konzerte zu spielen, aber wir waren jetzt zum Beispiel jetzt im September schon in Deutschland unterwegs. Und allein da die Leute zu treffen, mit ihnen über Pizza zu reden, mit denen einfach auch danach vielleicht mal was zu essen, das macht einfach viel Spaß und wenn wir mehr Konzerte spielen können, dann gerne. Also das heißt, ihr tauscht auch durchaus Pizza-Erfahrungen aus? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Darf man Michael Ballack eigentlich im Fernsehen und im Radio sagen oder wird es ausgeblendet? Also du darfst alles sagen, was du möchtest. Okay, Michael Ballack. Ja, weil wir sind einfach underground. Okay, was war jetzt nochmal die Frage? Nein, die Frage war das Verbindende, das Völkerverbindende im Thema Pizza und dass im Grunde genommen ihr fantastische Songschreiber seid und darüber hinaus, dass euch ja nicht nur die Band verbindet, sondern ihr seid ja auch noch in zahllosen anderen Bands unterwegs. Ihr habt ja eine lange Rock'n'Roll-Geschichte im Underground der Region. Zum einen ja. Zum anderen muss man sagen, ist Pizza Hawaii der Film ein ganz besonderes Projekt. Also es ist wirklich sehr avantgardistisch. Das wollen wir auch und das leben wir auch so. Und eigentlich ist es endlich mal, dass wir unsere wahre Persönlichkeit auch mal irgendwie auf die Bühne bringen können. Man muss sich wie oft irgendwie einfach auch in der Gesellschaft verstellen. Und bei Pizza Hawaii der Film kann man wirklich einfach Liebeserklärungen an die Pizza machen, ohne dass man darüber ausgelacht wird. Also für mich war es ja so, ich bin da ja drüber gestolpert im Internet, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Bands, also für mich neuen Bands, Sachen, die ich noch nicht kenne. Und wir haben ja schon mit wahnsinnig vielen Bands in den 30 Jahren, wo wir hier arbeiten für die Region, schon gearbeitet. Und dann stand da plötzlich auf meinem Bildschirm Pizza Hawaii, der Film. Und ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Ich habe gedacht, hä, was ist jetzt los? Also, weil ich musste erstmal überhaupt begreifen, dass es jetzt nicht irgendwie der neue Film von irgendeinem freaky Regisseur ist, sondern dass es eine richtige Band ist. Erlebt ihr das öfters, dass ihr erstmal die Leute reinholen müsst für euch, also euch, bevor sie das begreifen, dass es Realität ist? Ja, vor allem Spotify. Unser Release wurde Monate nach hinten verschoben, weil Spotify uns nicht geglaubt hat, dass wir kein Film sind.
und weil unser Album der Soundtrack heißt. Und dann wurden wir angeschrieben von der Website, worüber wir das sozusagen hochgeladen haben. Vom CEO von Spotify. Genau. Michael Ballack. Und er hat gesagt, ohne Scheiß, es ist nicht zulässig, sein Album der Soundtrack zu nennen. Und wir versuchen es jetzt mal hochzuladen, auf gut Glück, aber es kann auch sein, dass ihr nach 2 Tagen Mail bekommt von Apple Music oder Spotify oder wie sie auch alle heißen, weil das nicht den Richtlinien entspricht. Deswegen mussten wir tatsächlich über Monate hinweg, war ich mit den Leuten im Austausch, dass unser Album der Soundtrack heißen darf, weil wir heißen ja auch schließlich der Film. Deswegen Pizza war der Film der Soundtrack. Also das heißt, ihr kennt dieses Phänomen, über das ich auch selber gestolpert bin. Und wie geht ihr damit um? Habt ihr deswegen weniger Konzerte oder braucht ihr irgendwie ein Diplomatenteam, was euch vorausreißt, um die Leute irgendwie, keine Ahnung, auf euch vorzubereiten? Also ich würde sagen, wir geben unser Bestes und kämpfen für unser gutes Ziel. Und ein weiser Mann mit langem Rauschebart hat einmal gesagt: Wenn alle essen, dann ist es still, dann kann man sich nicht streiten, und das ist das, was wir bei Pizza Hawaii, der Film, auch verfolgen wollen. Das heißt, egal wie viel Ausschluss wir erfahren durch Spotify oder andere, wir werden immer unser Bestes geben, der Film zu sein und der Film zu bleiben. Das heißt, ihr seid eigentlich die idealen Friedensdiplomaten in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen. Auf jeden Fall. Also gerade auch so diese gesellschaftliche Ebene, die versuchen wir halt wirklich zu verkörpern. Essen für den Frieden. Gegen Unterdrückung. Pizza ist rund. Genau. Habt ihr ein besonderes Programm heute hier für heute erarbeitet, also für dieses Konzert bei Newcomer TV? Das heißt, irgendwie eure Musik mit Pizzatänzerinnen, die aus irgendwelchen Pizzaschachteln rauskommen? Oder wie? Was können wir erwarten? Also tatsächlich ist die Portstraße heute Abend eine der kleinsten Shows, wo wir in letzter Zeit gespielt haben. Wir wollten einfach unbedingt nochmal in die Region kommen, der wir einfach unglaublich viel zu verdanken haben. Also auf der Tour, wo wir wirklich auch bei den großen Locations gespielt haben, da hatten wir auch natürlich Tänzerinnen dabei, weil ansonsten hat die Performance auf der Bühne kaum Wirkung. Inhaltlich ja auch. Genau. Aber wir sagen halt auch im Endeffekt, wir machen jeder Gig soll eine Performance sein. Wir sind auch Performance-Künstler, wir sind nicht nur Musiker, sondern wir üben jedes Mal vorher eine Choreografie ein, die wir dann auf der Bühne einfach live umsetzen können. Weil das Publikum hat es verdient, einfach eine gute Show zu bekommen, auch gerade bei den Eintrittspreisen heute Abend. Ja. Werdet ihr gesponsert von irgendeiner Pizza-Fabrikation? Pizza Pedro. Pizza Pedro. Was Sie gesagt haben. Sollen wir die Adressen dazu noch sagen? Weil es sind tatsächlich diverse. 74228. Es gibt verschiedene Pizza Pedro. Ja. Noch eine ganz intime Frage. Gibt es von euch eine Lieblingspizza, die ihr selber gerne und meistens auch heimlich esst? Pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Alles klar. Ich danke euch für dieses ganz wunderbare Gespräch und ich freue mich total auf das Konzert mit euch. Und im Universum bitte einen Riesenapplaus für Pizza Hawaii, der Film.